Willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar guten Folge Guardians of the Galaxy. Ich bin der Dennis aka IDK Gaming for You aka der Bodenknutscher und freue mich, dass du mit dabei bist hier im Endgame von diesem Spiel. Raker kämpft gegen Moloch und wir kämpfen gegen die ganzen anderen Muppets, die es hier mit uns oder gegen uns oder für uns oder warum auch immer aufnehmen wollen. So, spür meinen kräftigen Hieb! Boom! Zack, nice. Zack, spür meinen kräftigen Kopf. Boom, bam, bim. Jawollo, der macht das richtig gut, der Junge. Oh ja. Ey, wie viele sind das? Sieht aus, als wäre ganz Nowhere aufgetaucht. Solange sie hier sind, können sie nicht weitermachen mit der, wie immer sie es nennen. Der Erflachung. Das ist nicht der Name. Mir gefällt er besser. Schön stromen. Dann mach ich den hier unten platt. Bam, bam, bam. Bam, bam. Haben wir jetzt eine faire Chance. Ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Ah, hier gibt es. Der will hier runtergeholt werden. Zack. Kein Thema. Zack. Der hier auch. Es ist so lange her, dass ich was gesprengt habe. Okay, Drax will was. Nee, Rocket will was sprengen. Eimerkopf trifft seinen Untergang. Nice. Ich glaube, sie geben auf. Denn wir gehen nicht auf diese Brücke zurück. So ich weiß, ist wo es. Wir sind. In der Nähe ist eine Straße, die von der Hauptbrücke zu Cosmo führt. Hier gibt's Loot. Sie müsste genau unter uns sein. Okay. Die Straße müsste genau unter uns sein. Okay, er sagt, wir sollen hier lang. Ist sicher nervig, wenn du als himmlischer Kopf um die verstopfte Toilette am Rand des Universums herumschaust. Wir müssen auf die andere Seite von diesem Ding. Drüber kommen wir nicht. Wie wär's mit runter? Hier, Drax, kannst du das erledigen? Drax, Kumpel, mach ein Loch. Das yeah! Ist der Beste. Let's go. Seht mal, sie kämpfen immer noch. Den nächsten Schritt, unser Mann zu gewinnen. Gut. Nee, die Schlacht muss gewaltig gewesen sein. Ist denn hier irgendwas noch statisch stabil? Ich hab das Gefühl, dass es das nie war. Ja, das gehört zum Charme von Nowhere. Ba-ba-ba-boom, Baby! Wir machen heute aber wirklich viel Werbung kaputt. Wer braucht schon eine Erinnerung daran, sich Kallax-Creme zu kaufen? So ist es. Wer braucht schon Kallax-Creme? Ich wusste immer, dass Nowhere mal überfallen wird, aber nicht so. Ich hatte gedacht, dass Worldmind würde über sie herfallen. Sie haben Novacore konvertiert in ihren Reihen. Du liegst also nicht völlig falsch. Cosmo muss unfassbar viele bestochen haben, um den Spaß hier am Laufen zu halten. Okay. Das kann doch nur ein verflagter Witz sein. Wie kriege ich das jetzt runter hier? R2 scannen. Physisch angreifbar. Mit genügend Kraft kann das zerstört werden. Groot kennt nicht zufällig noch einen anderen Weg. Wenn ich auf die andere Seite käme, könnte ich das Ding hacken und die Brücke runterlassen. Ja, dürfen wir ihn wieder werfen? Wir auch auf die andere Seite und es wäre egal. Wirf mich. Was? Wirf mich. Ja. Sag Muskelpaket, er soll mich rüberschleudern. Ah ja, geil. Nach dem Aufstand vom letzten Mal? Es ist nicht wie beim letzten Mal. Ihr alle, ich vertraue euch, Leute. Überlass das mir! Oh mein Gott. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. Kein Werkzeug, das man... Oh, darf. Mann. Das Ritual macht mir Sorgen. Ich hätte ihn gern geworfen. Was wirklich passiert, wenn wir es nicht stoppen können? Tote kommen jedenfalls nicht zurück. Die Händchen halten und mit dem Schwanz wedeln. So viel steht... Wir müssen uns darum nicht sorgen. Ich weiß, dass ich zu Nikki durchdrängen kann. Das alles ist Drakers Werk, nicht ihres. Hier muss es doch Loot geben, ne? Ich werde sie auch nicht aufgeben. Ich auch nicht. Ich habe auch schon lange keine Werkbank mehr gesehen. Gibt's hier noch mehr Loot? Komm schon, lass mich bitte nicht den ganzen Weg nach darüber laufen. Man kein Loot finden, echt. Es gibt nicht noch mehr Loot. Verfickte Scheiße nochmal.
So ein Käse. Also Loot könnten sie auch ein bisschen mehr hier reinmachen, ne? Aber jetzt wenn wir es retten. Falls sie uns nicht die Schuld am großen Einhorn geben. Die drucken mal die Knäpfe. Nehmen die drei. Wie blöd sind diese Flagnasen, dass sie auf diesen Erflagungsschrott reinfallen? Der Magus verlangt Schmeichelei, täuscht dich mit Illusionen und nährt sich von deiner Seele. Das habe ich in meinem Versprechen auch gespürt. Sag mal, werden wir hier gemütlich eigentlich auch zufahren? Müssten die anderen werden noch kämpfen, oder? Hunger ist noch untertrieben. Heiliger Glaube! Das viele Licht führt gar nicht zum Kortex. Es ist der Kortex! Wie konnte der Köter das zulassen? Das kannst du ihn wohl selbst fragen. Es wird kein gutes Ende nehmen. Oh shit, Kosmos, in Gefahr. Er hat schon schlimmere Situationen gemeistert. Kein Problem, Genosse Cosmo. Ich komme. Gut. Und zack. Und Drax, zack. Und Rocket, zack. Und Groot, zack. Und ich. Das Ding ist zäh. Wir müssen mit allem draufhalten. Bam, bam, bam. Das ist eine historische Schlacht. Das letzte Gefecht von Nowhere. Ja, wir werden echt immer schneller. Dreieck. Cosmo, du musst zu dir kommen. Wir brauchen den Verlass, Hause Groot. Der Apparat kann unsere Einigkeit nicht berechnen. Zack, platt gemacht. Peter, komm, wir gehen in den Faustkampf gegeneinander. Eingehacktes Gamora! Irgendwelche letzten Worte? Peter! Mach dein Go! Frieden. Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Danke, Kumpel! Ganz schön enges. Ganz schön enges. Groot hat gerade mit dem Hirn gewaschen und das Hirn gewaschen. Warum greift der Hund nicht ihren Geist an? Verschaff ihm nur etwas Zeit zum Erholen. Bereit! Der Trick, dein Freund zu besiegen, bevor sie dich besiegen! Besser ist besser! Nach der Osmo! So, Schläge muss es geben. Bumm. Ja, zack, zack. Booyah, Dropkick. Wunderbar. Oh nein, Cosmo. Genosse Cosmo, blöd. Was liegen an der Boden herum? Verdammte Axt. Was zum Flak soll das? Er ist jetzt einer von denen. Er ist unser Freund. Ja, war Drax auch. Und ich gehe nicht in den Kopf von der Töle. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Hey, Kumpel. Bist du... Oh, shit. Mach ihn platt, bevor es zu spät ist. Wartet! Er ist noch da drin. Ich kann ihn hören. Ich höre nur Gebell. Ihr müsst mich konzentrieren. Er ist da. Er flog noch mal. Verpasst ihm eine Kugel. Nein! Böse Hund, böse Hund. Handreichen. Sag der Kumpel. Freunde, weißt du noch? Ich glaube, Kosmonase nie lügt. Ja, Kumpel, ich bin's. Und die anderen auch. Zum Glück haben wir uns richtig entschieden. Cosmo wieder. Aber nicht wie. Nowhere. Wo sollten wir sonst sein, Flohkutsche? Sein Geist ist verwirrt. Oder er ist eben einfach ein Hund. Er kann uns nicht sehen. Er ist noch im Versprechen. Cosmo! Wo steckst du und was siehst du? Blaue Himmel und Autos zum Jagen. Dom, damn. Wie sagt ihr zu Hause? Schätze, er meint die Erde. Geruch von frisches Gras. Gefühl von Dreck unter Pfoten. Keine Last auf Seele, dafür
Viel gehen Gassi. Fangen Ball. Holen Stöckchen. Wenn du das so vermittelst, hättest du doch jederzeit zurückkehren können. Nicht zu Zeit. Die Erde war toll, ja. Wir gehen auf die Vergangenheit. Die Erde ist toll. Katzen jagen, Bäume anpinkeln. Was ich sagen will, ich verstehe dich. Es zieht uns alle nach Hause. Aber irgendwann musst du loslassen und weiterziehen. Piotr Quill weiß nicht, was verlangt er. Ist wie Fleur. Beißen und beißen, egal wie viel Gossel kratzt. Ihr Terraner und euer geliebter Felsen. Was ist daran besser als am nächsten? Geht nicht um Felsen. Geht darum, was Cosmo hatte auf Felsen. Fuß vom Bett für Schlafen, Bauch für Graulen, Halsband mit Name. Du vermisst Eigentum von jemandem zu sein? Cosmo nicht Eigentum, Teil von Familie. Doch irgendwann Familie weg. Männer in Anzug schicken Cosmo mit Rakete. Cosmo sucht viele hundert Jahre nach Familie, aber nicht. Du hattest Herrchen. Wie es aussieht, haben die dich im Stich gelassen. Familie niemals im Stich lassen, Cosmo. Nee, an ich hab meine Familie auch verloren. Verlust erinnern. Meine Mutter starb. Direkt vor meinen Augen, da war ich noch ein Kind. Dann Piotr Quill sollte wissen, Cosmo würde arbeiten wie Hund für Familie zurück. Wenn sie Teil deines Versprechens sind, dann sind diese Menschen ziemlich sicher tot. Lass dich nicht wie ich von der Hoffnung auf ihre Rückkehr blenden. Versprechen heißt so lange Hoffnung, bis Erfüllung kommt. Vielleicht hat Gertathianer Hoffnung zu schnell aufgegeben. Damn. Komm schon, Cosmo, du riechst doch auch, dass das hier zum Himmel stinkt. Nicht. Alter Hund nicht mehr lernt neue Tricks. Ah, wir konnten Cosmo nicht überzeugen, das Versprechen zurückzuweisen. Na schön, dann halten wir sie eben selbst auf. Das Cosmo nicht erlauben. Macht euch in Koma. Bis Versprechen kriegt Erfüllung. Warte, was? Ist zum Besten. Ihr seid, wie sagt ihr, alleine gelegt. Nein, warte! Dein tolles Versprechen kann nicht erfüllt werden ohne das hier. Yeah. Was ist das? Was das ist? Komm und hol's dir. Achtung, fertig und los! Ich fass es nicht. Enges Höschen. Aber er kommt zurück. Lasst uns abhauen, bevor er es schnallt. Witzig. Eins muss ich witzige lassen, Nummer. Das war ziemlich clever. Okay, ich habe immer noch Zugangscodes von meinem und Groots Urlaub. Du meinst, als du gegangen bist? Warum musst du immer so... Zugangscodes vom Urlaub. Cosmo hat die Codes geändert. Sieht so aus. Okay, Leute, suchen wir einen anderen Weg. Vielleicht okay, gerade durch. Das ist mir auch schon passiert. Mit diesen Wurstfingern, kein Wunder. Diese geschickten Finger machen. Rex, wirst du damit fertig? Eine faszinierende Struktur. Oh, das werde ich wohl bereuen. Nice. Aber wirbel bloß keinen Staub auf. Komm mal rein da. Also, gestohlene Codes, Haftstrafe. Was genau habt du und Groot hier unten eigentlich gemacht? Wir haben bei Mantlon einen Job von einem Cygnok angenommen, während ihr den Köter gesucht habt. Was für ein Job? Je weniger du weißt, desto besser. Ja, das denke ich mir beim Rocket echt ganz oft. Je weniger man weiß, desto besser. Was zum Schlag war das? Ein Erdbeben? Unwahrscheinlich. Wir sind nicht auf der Erde. Gibt's hier Loot? Ich vermute, sie haben jetzt die nächste Phase erreicht. Yay! Loot! Nice! Und was reimt sich auf Loot? Gut. Und deswegen ist meine Frage, findest du das Game gut? Taugt's dir? Was hältst du von dem Gameplay? Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir auch sagst, was hältst du von mir? Mache ich hier einen guten Job? Oder wir wollen den Corvette schießen? Oder sagst du, ja, nee, könntest du hier vielleicht ein bisschen mehr machen, da ein bisschen mehr machen, vielleicht noch ein bisschen mehr nach Loot suchen? Oder während die reden, weniger reden? Also von daher, oh shit. Schreib mir gerne dein Feedback unten in die Kommentare rein. Ich
Schnell drauf hier. Bam, 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 bam. Ja, Schläge muss es geben. Nice. Oh shit. Zeig uns dein Schwert! Letzte Bestellung! Ich fühle mich sehr ungeschützt in dieser Grube! Verteilt euch nicht zu sehr! Rocket. Ha! Das stimmt! Bombenfrei nach! Wir sollten ihn umlegen! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Was würde ich? Das ist Trash! Gute Arbeit! Sein Ende rückt näher! Wir haben getan, was wir tun mussten. Bleib weg von den Minen! Diese Barriere fällt nur durch einen kritischen Treffer. Geht mir genauso. Wir sollten ihn ausschalten. Und drauf, Flash! Ich werde ihre Knochen brechen. Vollgas! Lalalalalalalalala! Festnagel Group! Zack! Flying Knee, schön aufgeschlitzt, schön angekratzt und boom, von Groot geschubst, in den Hintern geschlitzt und Dropkick in your face. Und damit haben wir einen platt gemacht. Nice! Haha! Das ist echt viel. Und da drüben liegt Loot. Wir brauchen Loot. Sie nennen es graue Lunge. Zum Glück habe ich meine Maske. Die hilft dir nichts. Das ist kein Loot! So klein, dass sie so eine Scheiße. Wahrscheinlich hast du die graue Lunge schon. Lungen sind immer. Ärgerlich. Und du weißt das. Ich hab's gesehen. Und dieser. Ah, da gibt's Loot. Drax? Im Profil meiner Stiefel stecken Hirnfette. Drax, wohin hilf damit? Mal hochheben! Kein Problem. Hier hin? Was ist denn all diesen Türmen und Kapseln? Drax, hierüber, Beeilung! Ich mache so schnell wie nötig. Vor allen Dingen, warum sagt denn der Peter hierüber, als wenn er es tragen würde? So was wie eine graue Lunge gibt's gar nicht. Dabei schleppt es hier der Drax ganz entspannt. Ja, ja, ich weiß. Oder geht's ihm nicht so gut mit seinem Lünkchen? Du bist voll drauf reingefallen. Graue Lunge, Wusstet ihr das? Oh ja. Wow, da geht's lang. Dieser Ort fällt auseinander. Möglicherweise sieht bald ganz nowhere so aus. Verdammt, es kommt wieder auf die Beine. Ein riesiger Kopf hat ich keine bräuchte Beine. Eigentlich früher schon. Und so. Ich kann damit Gamora sieht hoch. Sieht stabil genug für den Anker aus. Klar, sag mir nur wo. So, noch mal Rinda. Lass Miranda, denn sie will die ja. Die mächtigsten Kräfte des Universums nichts gegen die Kirche. Galactus, der Fremde, das lebende Tribunal. Die sind zum Galaktischen Krieg auch nicht erschienen und den haben wir ohne sie gewonnen. Dein Irrtum ist die Annahme, sie würden auch den Rest von uns auch nur einen Schlag geben. Halli hopp. Na. Das war's nicht. Yay! Da komme ich anscheinend nicht lang. Dann hier lang. Nein, da komme ich auch nicht lang. Shit. Es schmerzt, dass all meine Investitionen in Rauch aufgehen. Welche Investitionen? Startkapital für illegale Waffen. Nein, ich komme da nicht rüber. Scheiße. Du hattest die ganze Zeit Units? Nein, sie waren investiert. Ärgerlich. Da ist eine Bergbank. Nice. Was können wir verbessern? Ein bisschen was haben wir? Aufgeladener Schuss. Zieh gegnerische Drops aus 15 Metern Entfernung an. Schnelles Nachladen. Ja. Haben wir alles schon. Dann perfektes Ausweichen. Nee. Nee. Quill Superschlag. Zusätzliche Gesundheit, lokalisiert Komponenten, maximale Gesundheit, Schildgeneration. Okay, also wir gehen auf Gesundheit. Bin dabei und fertig.
Das war okay. Wirklich ausgezeichnete Arbeit, wenn ich das sage. Sie haben also alles stehen und liegen lassen, als Sie den Cortex entdeckt hatten? Wenn du mit stehen und liegen lassen meinst, dass der Köter fuchsteufelswild wurde und alle verjagt hat, dann ja. Das überrascht mich nicht. Stellt euch vor, das Ding fällt in die falschen Hände. Hey Groot, denkst du, du kannst mich darauf bringen? Genau. Juhu. Da. Das scheint impertinent für unsere Aufgabe zu sein. Ich will einen Überblick kriegen. Ausstehen? Ja, wir wollen Überblick und vor allem Loot kriegen. Die wird sauer, wenn sie zu lange liegt. Riecht nach Metall und... keine Ahnung, was anderem. Okay, weiter geht's. Was ist das? Das Ausscheidungsprodukt einer großen Kartoffelschnecke. An Schneckenpisse hatte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Oh, Leben sind stärker geworden. So kann man das auch sagen. Kein Thema. Die Aussage war korrekt. Aber sie hilft niemandem. Oh, was haben sie dir nur angetan? Alles... okay, Rocket? Nein, nichts ist okay. Der Cortex. Nowhere. Was soll aus diesem Ort werden? Diese Müllhalde mit billigem Schnaps und fragwürdigen Units ist sowas wie mein Zuhause. Das ist nicht das erste Mal, dass Nowhere erobert werden soll und es wird nicht das letzte Mal sein. Wenn wir die Kirche stoppen, werden auch die alten Nichtsnutze bald wieder da sein. Du weißt schon, die guten Nichtsnutze. Hoffentlich hast du recht. Danke, Quill. Jo, so bin ich. Wo müssen wir lang? In die Richtung auf jeden Fall. Er will wissen, was ein Himmelswesen enthauptet haben könnte. Ah, witzig. Okay, da wäre noch eine Kleinigkeit zu berücksichtigen. Wie schalten wir den Cortex ab jetzt, wo er überladen ist? Naja, ein Ausschaltknopf wird das Ding sicher nicht haben. Besteht eine Chance, ihn zu hacken? Wir reden hier nicht über ein billiges Haushaltsgerät. Das ist... Wir sprengen das Ding, wenn es nötig ist. Wir haben es mit bisher ungeahnten Kräften zu tun. Das würden wir nicht überleben. Ich würde es übernehmen, während der Rest von euch flieht. Es wäre mir eine Ehre. Du hast keine Ahnung von Sprengstoff. Und das hier ist verflagt nochmal Nowhere. Ich werde es nicht hochjagen. Oder einen von uns. Wir sollten das sieht nach einer dicken Kampffläche hier aus. Ich wette, sie laufen alle durch dieselbe Verbindung. Das ist die Schwachstelle. Und hier gibt es viel Zeug, was so rumliegt. Aber da kann ich mal... Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, da komme ich momentan nicht hoch. Perfekt. Wunderbar, wir kommen hier richtig schön durch. Das ist ja inzwischen ja ziemlich entspannt, weil wir auch ganz schön OP sind. Hier drüben. Wir klettern mal wieder Gehirne. Da kommt der Groot dann rüber. Okay, Groot. Machen wir uns selbst eine Brücke. Ich bin Groot. Aber achte auf. Ich finde das auch so cool gemacht, dass er da einfach halt ich hoffe wirklich, seine Bäume dann bis zur ins Metall rein rammt. Nein, Goldie zählt nicht auf uns. Für den sind wir nur ein Haufen Mist, ey. Die schicken Stiefelschmutz. Läufst du schon wieder rum? Gesehen, wozu wir was machst du da oben? Hauptsache, wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Ah, krass. Wir müssen da oben lang. Rocket, Rocket, Rocket. Okay, ganz locker Thema. Jetzt. Okay. Und wenn wir Nikki haben, dann warten wir auf Warlock? Und die Käferlady. Unser Plan erfordert ziemlich viele Personen. Wir wollen auf Nikki vertrauen. Der Galaxie einfach wird. Lasst es uns der Reihe nach angehen. Nikki holen und das Erfüllungsding stoppen. Wie pragmatisch von dir. Ich versuche nur, mich nicht um ungelegte Eier zu kümmern. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit für Eier, ob gelegt oder ungelegt. Vorsicht, es wird ein bisschen... Wow. Nice. Würdest du uns die Ehre erweisen? Unbedingt. Dann passt mal auf. Überraschung! Boom!
tue ihnen weh, Gamora! Verschaff uns Zeit, Groot! Diese Reise wird immer teurer! Treibstoff ist nicht billig! Hör auf mit den Technikspielereien! Mit Inbrunst! Zerschnetzel sie! Vergesst nicht, dass wir ein Team sind, Leute! Koordination! Gib den Befehl und ich vernichte deine Gegner! Perfekt, gut durch, komm gut durch. Ist die gesamte Kirche hier? Ihre Verluste werden legendär sein! Nice! Dir scheint das ja wirklich Spaß zu machen. Gamora, erledige sie! Gamora, du machst das. Der Blutdurst ist stark. Ich verliere die Kontrolle. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot. Gut, entspannt. Kommt mal gut durch. Ich bin bereit zu zerstören. Sie haben sich verflagt, nochmal mit dem falschen Team angelegt. Ich werde es ihnen beibringen. Trent, schalte sie aus. Hackfleisch, Gamora. Der Flugzeug weicht ihr ein Schuss aus. Bombenlos, Rocket. Wir sind auf der Zielgeraden, Leute. Gebt alles, was ihr habt. Sie bereuen es noch, ein Krieger zu sein. Strom, Strom, Leben, Leben, Leben. Ich dachte, ich wäre erledigt, Mann. Das violette Leuchten sorgt nicht dafür, dass ihre Schäden... Boom, boom, boom. I want you in my room. Sehr geil. Oh shit, was ist hier denn los? Sieht aus, als hätten wir es mit der ganzen Armee zu tun. Ihre Verluste werden legendär sein. Der Centurion ist schnell und schwebt! Peter Quill, entfessle mich gegen diese Nacken! Rocket, volles Programm! Durchladen, Rocket! Jetzt schlägt Drag-Tick! Mach dir um mich keine Sorgen, Kumpel, ich hab Spaß! Zeigen wir diesen Kerl, was die Mächte der Galaxie wirklich ausmacht. Beide können sie sich nicht mehr daran erinnern, wenn sie tot sind. Ich glaube nicht, dass der so schnell wieder fliegen wird. Mit welchem Mist hat das Nova-Corps diese Typen gefüttert? Bam! Ich mach kurzen Prozess mit diesen irren Kultisten. Oh shit, was ist das denn? Gamora, zeig's ihnen! Rocket! Feuerwerk! Könnt ihr sie fertig? Die Typen kommen von überall! Gut! Wer für die Bluterde? Feuer, 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 frei! Zerstören! Räucher sie aus! Auf sie, Großer! Schick, wie viel Leben hat der Typ? Nur, dass es diesmal keinen Widerstand gibt, der Unterstützung leistet. Dieser große Roboter ist ein ernstes Problem. Er kann uns nicht alle erwischen. Los, Leute, holen wir uns den Mann. Steig aus! Sobald wir drin sind, geht nicht auf Breaker. Nice. Wenn ich versehentlich ein paar Kugeln in der Tasche habe, dann senke. Boom! Auf immer Wiedersehen. Richtig gut. Alle bereit? Das meine ich, genau das meine ich. Solche Kämpfe hätte ich einfach gerne noch viel, viel öfter. Was denkt ihr, Leute? Falls Goldie ihn noch nicht erledigt hat, habe ich noch eine Granate dabei, auf der Rakers Name steht. Haltet Ausschau nach Nikki. Wenn wir sie diesen Irren abgenommen haben, suchen wir Warlock, Mantis und wer sonst noch fehlt. Ich glaube, dass dein Nachwuchs gerettet wird, Peter Quill. Bitte benutzt nicht das G-Wort. Wir werden sie nicht noch einmal verlieren. Hydraulische Hochsicherheitslücke. Öffnen mit Netzwerk. Okay. Und dann sage ich an der Stelle, das war eine richtig coole Folge mit viel Action. Lass mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo da. Und genau. Sag mir, wie du es findest. Taugt es dir?
Ja, nein, vielleicht. Oder einfach nur ja und ja. Also bis zum nächsten Mal. Danke für deine Unterstützung. Tschüss.